Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online, ebenfalls aufgenommen am 22. Februar. Nochmal eine kurze Ansage, weil es jetzt hier gerade eben ein kleines Drama gegeben hat, bevor ich anfangen konnte. Ich will niemanden irgendwie damit verärgern, aber es ist einfach nicht permanent nur angeschrieben, wie ihr habt es in der letzten Folge gemerkt. Und die Leute es einfach nicht akzeptieren können, dass ich einfach das aufnehmen möchte und andere sauer sind, wenn sie halt nicht rein können. Ich meine es nicht böse, aber ich kann es nicht 33.000 Leuten recht machen. Es geht nicht, absolut nicht. Und deswegen kann ich niemanden reinnehmen. So, Donald, weiter geht's. Zack. Während du unterwegs warst, wollte ich meine Augen holen. Deine Augen? Aber ich konnte sie nirgends finden. Ich habe meine Sachen immer in Ordnung, dachte ich jedenfalls. Aber ja, in den letzten Tagen bin ich wirklich vom Unglück verfolgt. Und die Mira übrigens, die war eben genau die, die ich eben zigmal ermahnen musste und die jetzt immer noch meint sich hier irgendwie, naja. Die Leute sagen, ich bin ein Pessimist, aber ich bin nur realistisch. Ich gehe davon aus, dass die Dinge einfach schief gehen können. Und meistens tun sie das auch. So, und jetzt sind meine Augen weg. Oh, entschuldige, ich meine natürlich nicht meine Augen, die habe ich im Kopf. Ich nenne es nur Augen, eigentlich sind es kleine, runde Steine. Wie auch immer, der Schmied Conrad Marston hat sie mir gegeben und ich würde sie jetzt wirklich brauchen. Wozu? Das hat etwas mit der Arbeit zu tun, genau. Ich nehme an, dass du etwas viel Wichtigeres zu tun hast, schon hundemüde bist, aber falls, sagen wir einmal falls, also falls du willst, kannst du gerne losreiten und die Augen für mich holen. Also Steine. Klappt der kleine Hund. Weil Conrad maß den. Du wolltest gerade losreiten oder bist wirklich mein Glück im Unglück? Das muss ich schon sagen. Danke, dass du losreitest und die Augen für mich holst. Hust. Ich meine die Steine von Conrad maß den. Und nein, ich nehme immer noch keine Gruppen an. Oh, keine Zeit. Nehme auf. So. Ja, und das passiert jedes Mal, wenn ich online komme und deswegen spiele ich privat kein Star Stable mehr. Das macht mir einfach keinen Spaß mehr so, weil ich einfach, ich kann es nicht allen recht machen, ich muss dann immer alle enttäuschen. Und das möchte ich nicht, also habe ich für mich selber gesagt, ich spiele einfach privat gar kein Star Stable mehr. Weil ich kann einfach nicht allen immer permanent Rede und Antwort stehen und auch wenn mittlerweile viele Leute die Videos gucken, ich bin immer noch, habe immer noch ein Privatleben, was mir aber einfach nicht mehr gelassen wird. Und ich möchte gar nicht wissen, wie sich Leute in Hollywood oder sowas fühlen, berühmte Sänger und Schauspieler, diejenigen, die wirklich berühmt sind, weil ich bin eine ganz normale Person, wie ihr auch. Und ich will echt nicht wissen, wie die sich fühlen. Ich glaube, da hätte ich echt keinen Bock drauf. In der Paparazzi vorm Haus lauern oder so. So, Conrad. Guten Tag, Dina. Wie geht es meiner Lieblingsreiterin heute? Ach, laber doch nicht. Ausgezeichnet. Es geht mir ausgezeichnet. Danke der Nachfrage. Wenn ich recht verstanden habe, bist du hier, um etwas für den Schneider Donald abzuholen. Das, was er möchte, ist Bernstein, den ich für ihn geschliffen habe. Das ist nicht schwer, aber ich brauche Hilfe beim Einsammeln der Steine. Reite runter zum Strand und suche nah am Wasser. Ich will, dass du nach dunklem, jorvikschem Bernstein suchst. Jorvikschen Bernstein gibt es in den verschiedensten Farben, aber nur den dunklen gibt es hier in Moorland. Dieser dunkle jorviksche Bernstein wird von den Wellen angespült, wenn du also am Strand entlang reitest, hinter den Moorlandstellen und dem Häuschen, in dem Miss Holdsworth wohnt, dann wirst du ihn finden. Okay, dann machen wir uns mal los und suchen nach dem Bernstein. Ja, Bernstein, das ist ja versteinerter Harz, beziehungsweise ja wirklich, ja, kann man mal sagen, versteinerter Harz. Und da sind ja häufig auch noch Insekten eingeschlossen. Da gibt es ja auch welche mit Mücken. Und da haben sich ja Forscher schon, hatten ja schon die Hoffnung, dass sie daraus eventuell wieder Dinosaurier rausklonen können mit Hilfe der DNA. Ich glaube, mit Mammuts wird es mittlerweile rein theoretisch schon gehen, habe ich mal irgendwie im Bericht gelesen. Oh, schade, da kann ich nicht durchreiten. Das wäre auch komisch gewesen, wenn ich da durch hätte reiten können. Also sowas wie Dinosaurier, sowas in der Richtung. Es wäre alleine wegen den äußeren Bedingungen bei uns nicht möglich. Aber durchaus kann DNA gefunden werden. Noch in den Mücken. Weil wenn die nämlich vorher so ein Viech gestochen haben, dann sich in irgendwo Bernstein reingehockt haben und da festgeklebt sind und dann mitversteinert sind, dann ist das quasi konserviert da drin. Könnte man sagen.
Mehr oder weniger. Oder ich glaube, nee, Quatsch, es ist nicht konserviert. Das war es gewesen. Es ist zu stark zerfallen, deswegen geht das nicht. Jetzt erzähle ich euch hier noch irgendwelchen Blödsinn. Nein, die DNA ist zu stark verfallen, deswegen gehen auch keine Mammuts. Oh Gott. Ah. Oh weia. Ich habe da schon so viel drüber gelesen und jetzt versaue ich es gerade selber. Nein, also es geht nicht, weil zu wenig DNA erhalten geblieben ist über die Zeit. Wenn mich nicht alles täuscht, weil DNA kalt gelagert werden muss quasi. So, und das Licht zerstört die DNA. So war's. Ha! Gut gemacht, Dina. Nun muss ich sie nur noch polieren, bevor du sie mit zu Donald nehmen kannst. Da fällt mir etwas ein, Dina. Während ich den Bernstein schleife, frage ich mich, ob du nicht einen Sack für mich holen kannst, den ich bestellt habe. Er ist versehentlich bei den Morlandstellen gelandet, statt bei mir. Thomas Morland hat sich bei mir gemeldet und meinte, dass er den Sack bereitgestellt hat und man ihn nur mehr abholen müsse. Kannst du so nett sein und den Sack für mich holen und ihn hier zu den anderen Säcken stellen? Vielen Dank. Ist doch kein Problem, mach mir gerne. So. Da wollen wir mal... Oh. Ach, da muss ich ihn... Ah, da muss ich den hinstellen. Aha. So. Wo ist er denn? Irgendwo hier im Hinterhof wahrscheinlich. Laut der Markierung. Ha! Das sind alles so Sachen, die hat man ja schon gemacht. Aber man kann sich trotzdem nicht mehr unbedingt an alles erinnern. So, jetzt mache ich gerade wieder den Trick mit dem Absteigen. Hat mir jetzt schon mal erklärt gehabt, absteigen, aufsteigen und dann ist man wieder normal schnell, wenn man irgendwas Schweres auf dem Hintern hat. Bei Isländern braucht man das nicht unbedingt, weil da kann man ja auch mit Tölten. Der Tölt ist ja auch sehr, sehr schnell. Und der wird nicht beeinträchtigt. Dadurch, dass man irgendwas Schweres am Poppes vom Pferd liegen hat. Was ganz praktisch ist. Oh, ich muss den doch auch noch ablegen. Mensch, du legst den Sack ab. So, fertig, geholt. Vielen Dank, Dina. Nun habe ich den Bernstein glatt geschliffen, genauso wie der Schneider Donald ihn haben will. Ich kann dir leider nicht sagen, wozu der Schneider diese Steine hier verwendet. Auch wenn er sich sehr negativ anhört, so weiß ich, dass er deine Hilfe sehr zu schätzen weiß. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mir sicher bin, dass er sich dir erkenntlich zeigen wird. Nimm diese Steine nun mit zum Schneider Donald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank dir auch, Konrad. Gut Hufeisen. So, ja, da wollen wir doch mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier noch alles kam bei Donald. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Was fehlt uns überhaupt noch vom Set? Wir haben die Trense, die haben wir gerade drauf. Wir haben den Sattel, wir haben die Satteldecke. Bandagen würden uns noch fehlen. Wir haben ein Kleid. Wir haben aber, gab es dazu auch eine Hose? Ich weiß es nicht. Dieser komische, kitschige Zylinder fehlt uns, glaube ich, noch. Oder haben wir den schon? Ich muss ja echt sagen, so ein... Den fand ich echt ganz, ganz schlimm. Das Kleid sah auch auf dem Bild viel, viel, viel hübscher aus, als es jetzt hier so in Natura aussieht, muss ich sagen. So. Donald. Zu einem Auge geschliffen. Vielen Dank für deine ganze Hilfe, Dina. Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben, aber dank dir ist nun doch alles gut gegangen. Und nun, was muss ich jetzt machen, damit es hier weitergeht? Bereit zum Ausliefern. Als Dank für all deine Hilfe möchte ich dir gerne ein Valentinstagsgeschenk geben. Ich hätte meine Bestellung niemals ohne dich fertig machen können. Ich bin fast fertig mit dem Geschenk. Es fehlen nur noch ein paar kleine Stiche. Weil du mir schon geholfen hast, könntest du noch die fertigen Bestellungen an die Leute austeilen? Wenn du das machst, kann ich dein Geschenk fertig machen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Okay. Ja, leider weiß ich schon, was ich bekomme, weil ich schon gespoilert worden bin. Ich sag's jetzt aber noch nicht für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. So. Also es ist jetzt für mich leider keine Überraschung mehr. So, ja, deine Bestellung ist fertig. Genauso wie deine Bestellung. Und die Bestellung vom Ratsmann. Wer hatte denn noch was bestellt? Hoppala. Zack. So, wer wollte noch was? Ach, Steve. Steve hatte was bestellt. Da war ja was. Dam, 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 dam. Komm hier.
Zack, im Vorbeireiten. Ja, deine Bestellung ist fertig. Kennt ihr das Spiel Paperboy? Es ist ja in den USA so, dass sie so mit dem Fahrrad rumfahren und dann quasi die Zeitungen so vor die Haustür werfen. So kam ich mir gerade vor, so ein bisschen. So, Donald. Zack. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Hier bekommst du ein Valentinstagsgeschenk von mir. Es ist ein süßer Teddybär, den ich für dich genäht habe. Er ist doch lieb, oder? Du kannst ihn in deiner Satteltasche haben, wenn du willst. Dann können alle deine Freunde ihn sehen. Vielen Dank. Genau, und letztes Jahr gab es den pinken. Jetzt muss ich ja mal gerade, ich habe zwar momentan nur diesen ultra kitschigen Sattel hier dabei, aber macht nichts. Und dieses Jahr gibt es diesen, ja, türkisen, so aquafarben quasi. Wie heißt der denn? Ja, da ist türkiser Teddybär. Was für ein süßer und kuscheliger Teddybär. Ja, ich hätte immer noch gerne den weißen, aber der ist mir zu teuer. Das ist ein bisschen too much, aber Sparky kommt wieder rein. Hätte ich mal einen schöneren Sattel mitgenommen. Ich finde den Sattel gar nicht so toll. Ich mag ja die Dressursättel in dem Spiel nicht unbedingt. Deswegen, ja. So, wir könnten noch bei Derek weitermachen. Wir haben es noch gar nicht so spät. Dann machen wir das nämlich jetzt noch. So, einmal rum hier. Zack, ein Brief für Frau Holdsworth und brüderliche Liebe. Machen wir erstmal das hier. Wie nett von dir, dass du mir mit dem Verteilen der Briefe hilfst. Dieser hier ist für Frau Holdsworth. Wer ihr den geschickt hat? Tja. Wie würde ich das nur ohne dich schaffen? Hier ist ein Brief für Marley von der Barrel-Strecke von Silver, vor Silverglade. Okay. Wenn das brüderliche Liebe ist, dann kommt der bestimmt von Carney oder von Barney. Bei Carney könnte ich es mir eigentlich gar nicht so recht vorstellen. Carney ist ja einmal so ein bisschen knurzelig eher. Er ist ja eher nicht so gut drauf, der Gute. Er ist eigentlich schon in Ordnung, aber er hat schon eine sehr harte Schale. Und einen mehr oder weniger mittelweichen Kern. Sein Kern ist eher al dente als weich. Er ist so ein bisschen, ja. Deswegen tippe ich auf Barney. Und vielleicht auch gerade deswegen von Carney. Ah, schwierig. Howdy, Dina. Ein Brief für mich? Ich bekomme nicht sehr oft Post. Lass mich mal sehen. Lieber Bruder, wie geht es dir? Wir sehen uns so selten, obwohl wir so nah beieinander wohnen. Nach der Ernte dieses Jahr möchte ich dich und unseren kleinen Bruder Carney zu einem richtigen Familienfest einladen. Dieses Jahr ist unser lieber Vater Ronnie Bob Summers 10 Jahre tot und es würde ihn zerreißen, wenn er sehen würde, wie selten wir miteinander sprechen. Lasst uns unsere Streitigkeiten vergessen und kommt zu meinem Fest. Lasst dies der Anfang einer neuen Zeit in unserer Familiengeschichte werden. Dein Bruder Barney. Ja, Dina, vielleicht hat er recht. Nicht, dass wir uns wirklich gestritten hätten, aber wir sehen uns wirklich nie. Ich vermisse meine Brüder, Dina. Das ist doch süß. Okay. Schreib mal kurz. Sorry. Keine Zeit. Nehme auf. So. Zack. Marleys Antwort. Warte. Kritzel, kritzel. Schreib, schreib. Hier, Dina. Bring meine Antwort zu Derek in Silverglade, sodass er ihn Barney geben kann. Wäre es nicht einfacher gewesen, wir hätten ihn sofort zu Barney gebracht, aber naja, gut. So, machen wir dann jetzt einen kurzen Zwischenstopp noch bei Derek? Oder reiten wir direkt zu Frau Holdsworth runter? Ach komm, wir reiten direkt zu Frau Holdsworth runter, danach müssen wir garantiert sowieso wieder zu Derek. Dann können wir auch beides in einem machen. Seid ihr immer eher so die Leute, die die Quests nacheinander machen und immer nur eine annehmen? Oder seid ihr eher der Typ Leute, die alles auf einmal annehmen und dann... Hoppala. Und dann erstmal alles abgeben, bevor sie irgendwie irgendwas dann wieder was Neues anfangen. Also dass sie wirklich alles auf einmal annimmt und dann erstmal macht und tut, hintereinander weg. Ich muss ja sagen, ich habe früher, habe ich irgendwie immer nur einzelne Quests angenommen, aber es ist eigentlich totaler Blödsinn. Also in SSO jetzt nicht unbedingt, weil da ist es nicht so, nicht so wie in anderen MMOs zum Beispiel. Ich habe ja lange Zeit World of Warcraft gespielt, wo ich ja auch Fabi kennengelernt habe. Richtig nerdig hier. Und da ist es so, dass viele Quests bei einem und demselben Questgeber sich so ein bisschen ähneln und man die quasi in einem Aufwasch machen kann, anstatt permanent hin und her zu laufen. Und dann sammle ich immer erstmal, nehme alles an, was es gibt, reite dann alles ab, mache alle Aufgaben und dann reite ich erst wieder ins Lager zurück und gebe das ab. Und so habe ich mir das irgendwann angewöhnt und das ist für mich persönlich irgendwie mal so die effektivste Methode, habe ich gemerkt.
So, wer mag denn der guten Frau Holdsworth schreiben? Keine Ahnung. Ein Brief für mich? So, jetzt ist er geöffnet. Mal sehen, was dort steht. Frau Holdsworth, seit wir Kinder waren, habe ich dich immer aus der Ferne bewundert. Ich habe mich nie getraut, dich anzusprechen, obwohl wir immer so nah beieinander gewohnt haben. Du hast eine Anstellung in Moorland bekommen, während ich dem Rat in Silverglade beigetreten bin. So nah und doch so fern. Bevor wir zu alt werden, möchte ich dir Klarheit über meine Gefühle geben. Auch wenn du diesen Brief nie beantworten wirst, möchte ich, dass du weißt, dass du mein Ein und Alles bist. Mein größter Wunsch ist es, dich zu treffen und dass du mir eine Chance gibst. Dein Gilbert, Ratsmann aus Silverglade. Ah! Dina, was soll ich nur tun? Er war sein Leben lang unglücklich in mich verliebt und ich habe es nicht bemerkt. Ich möchte ihm nicht wehtun. Oje. Oh Dina, was soll ich tun? Vielleicht sollte ich Gilbert nach all diesen Jahren eine Chance geben. Er ist so schrecklich unreif, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her und er ist sicher erwachsen geworden und hat sich außerdem eine tolle Frisur zugelegt. Das, was davon noch übrig ist, Dina. Na. Warte kurz, ich schreibe schnell eine Antwort. Ich könnte ihn ja mal auf einen Kaffee einladen und über die alten Zeiten zu sprechen. Dann werden wir ja sehen, was passiert. So, hier Dina, bring meine Antwort zu Derek und bitte ihn darum, den Brief an den Ratsmann zu übergeben. Alles klar. Tja, meine Gute, ihr werdet erst was trinken, bis die Gemüter zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen. Und dann werdet ihr übereinander herfallen. So wird's ausschauen. Nein, Quatsch. Okay, gut, dann zurück zu Derek. Oh, jetzt wird's doch eine eher lange Folge. Aber ich bin froh, dass wir mit den Valentins-Quests so gut vorwärts kommen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt schon die letzten Quests waren bei Derek. Ob wir jetzt dann wirklich nur noch die Briefe einsammeln können, die, hoppala. Die überall noch verstreut liegen. Wie gesagt, ich meine, im Nilbers Hochland wäre was. Aber da muss ich echt nochmal gucken auf der Seite, bevor ich da irgendwas mache. Jetzt stürze ich. Nein, ich stürze nicht ab. Boah, ich habe genau den richtigen Punkt gewählt, um nicht abzustürzen und zu sterben und mein Pferd zu verletzen und von der mysteriösen Weise zurückgebracht zu werden. So. Ach ja. Dann ist jetzt das Valentinsfest wieder einmal fast vorbei, das Event. So. Und runter. Und zack. Ach, eigentlich kann ich ja vorne reinreiten. Da muss ich jetzt ja gar nicht mehr so durch die Mauer abkürzen. Hätte ich auch vorher nicht gemusst, aber ich bin immer so. Ich weiß auch nicht. Ich kürze immer gerne ab. Hoppala. Marleys Antwort. Antwort von Marley an Barney. Kein Porto. Typisch. Für die brüderliche Liebe mache ich dann wohl eine Ausnahme. Frau Holdsworth Antwort. Was hat sie geschrieben? Du willst es nicht sagen? Ich verstehe, kein Problem, es ist geheim. Es geht tatsächlich noch weiter. Was haben wir denn da? Oh, ein Paket. Ach, für mich? Okay, komm, das machen wir noch. Schau mal, was für dich angekommen ist. Ein mystisches Paket. Ich habe die Post sortiert und hatte mich ein wenig gebückt, um einen Brief aufzuheben, den ich hatte fallen lassen. Als ich wieder hochschaute, lag dort das Paket. Keine Ahnung, wer es dort gelassen hat, aber es ist an dich adressiert. Mach es auf. Oh, wir müssen ihn natürlich ansprechen dafür. Mal sehen, was dort steht. Für Dina von einem heimlichen Verehrer. Ach, Fabi. Das ist alles geheimnisvoll. Was ist in dem Paket? Wir können erst morgen weitermachen. Oh je, ich hoffe, das passt noch. Was haben wir jetzt bekommen? Wo ist es denn? Der weiß-rosa Wollpullover. Ach du Scheine, mit einem riesengroßen Herzchen drauf. Hier, Luna trägt den auch schon. Der ist ja unglaublich putzig, kitschig, aber süß irgendwie. Aber ich frage mich, was da morgen noch kommt. Also den Pullover hat es jetzt hier gegeben in dem mysteriösen Paket. Warte mal, hat der irgendwelche Werte drauf? Schauen wir doch mal gleich. Nee, Typ Top. Mhm. Verkaufspreis 180 Schillinge. Ja, sehr kitschig, aber er ist süß. Ja, und nochmal, es ist echt nicht böse gemeint, aber ich krieg dann hinterher wieder Ärger von Leuten, die dann eben nicht mit in den Folgen sind. Und ich persönlich werde auch beim Lesen abgelenkt. Und deswegen bitte ich immer darum, das dann zu respektieren. Ja.
Gut. Das war's dann aber auch für heute. Ich schaue mal, ich hoffe, dass ich die restlichen Valentinsquests noch hinbekomme. Wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt vom 22. Am 23. habe ich auf jeden Fall noch Zeit, den Dienstag. Was dann am Mittwochs-Update passiert, am 24. wissen wir jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr das seht, wissen wir das schon lange. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich das noch nicht. Also, macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.